Hab ich das auch in Cutscenes? The same people who killed the girl brought that dummy here. It's important evidence. Don't touch it. The victim had rose-colored hair, and the wig on that dummy was of the same color. The killers appear to believe that the evil savior will take the form of a young woman with rose-colored hair. Hallo. Everything points to this being the work of those heretics, children of Etro. But why are they so sure what the savior will look like? That's a good question. So the culprits are the children of Etro? But what's their objective? What could they be after? Let's find out. Once the gates are opened, I'll try tailing them. Discreetly. That'd be the easiest way to find their hideout. I'll talk to the Inquisitors. In recent days, the Etro fanatics, those unspeakable heretics who reject the Order, have been gathering brazenly on street corners. They're a sinister bunch, clad in stark white cloaks. I just overheard one of them say something very interesting. It went something like, if we kill the Savior, the prophecy will come true. Okay, someone else made prophecies. Now, all the victims to date have been women. Could there be a connection? Are they... I wonder if I should tell the Inquisitor this... Brauchst du nicht, ich mach schon. Lass mich mit dem Inquisitor reden. Ich bin da qualifiziert für als Erlöserin. The goddess's disciples are beginning to gather. If you lift the blockades around this area, there's a good chance they'll start to move out. You're suggesting I let them go? That's not a bad idea. Yes, yes, I'll give the order and we'll see where the heretics lead us. We've managed to find some eyewitnesses and we think we know who it was that strung the dummy from the tower. Ich weiß nicht. Let me guess. The children of Etro, right? Ah, you have your own sources, I see. In recent weeks, the heretics have become more visible on the streets of our holy city. The poor, benighted fools don't believe in God's salvation. Clearly, their despair has led them to carry out these wanton acts. If only they would open their eyes, embrace God, and they could bathe in the pure light of His almighty grace. Can't they see that their souls would be liberated in the new world? Mm-hmm. The irony of it all is that their fanatical rejection of the Savior has only made my own faith that much stronger. Although, perhaps that is the work of the Savior herself. If you think your faith will save you, then go ahead. Believe all you want. Hey, we did it. Damn. Gratulation. Wir haben den Inquisitor gerettet. Spaß noch mal aufgehoben und die Läden und den Nordbahnhof haben wieder geöffnet. Du kannst Heilgegenstände von Kreman, Kleidung und die Koffer und Ausrüstung kaufen. Überprüfe das Warenangebot. Chronostasis wurde freigeschaltet. Ja, die Fähigkeit Chronostasis ist eine besondere Fähigkeit, die der Erlöserin vorbehalten ist und die es ermöglicht, kurze Zeit die Zeit zu kontrollieren. Öffne das Menü, EP-Fähigkeiten, Chronostasis. Chronostasis friert die Zeit ein. Obgleich sich Menschen auch in diesem Zustand normal bewegen können. Solange die Uhr rechts oben im Bild blinkt, ist der Zustand der Chronostasis aktiv. Lightning. The Savior can use God's own holy power. With it, you can even manipulate. Welcome in. What do you guys have? Kleidung und Dekor kaufen? Yes. Was hast du denn? Hab ich überhaupt Geld? Ich habe 4200. Nocturne. Angreifen Stufe 2. Okay. This is interesting. Aber ich habe die ganzen DLC-Dinger, von daher I think I'm good. Ja, Physical Angriff plus. I mean, let's buy this. Solltest du quasi dauerhaft laufen? Ich meine, wir haben was, 22 Uhr. Ich habe bis 6 Uhr Zeit und das ist basically day one, so I should be fine. Ich meine, klar, ich könnte jetzt hier, ne, große Stasis laufen lassen, aber right now I think I'm fine. Ja, richtig, ich kann den Herbergen resten. Okay. Let's see, Map. Oh boy. So, der Bahnhof ist auf. That's interesting. Plus da hinten ist ein Shop. Let's see. Oh, guck mal. Unser Liebling. Schoko Boccolina! Hi! I sense you want to talk about something. Ask away!
Is it about this message board? Or something more important, like my beauty regimen? I want to talk to you. I think that you have it backwards. Oh, don't be such a silly Sahagin. Everyone wants to talk to me, especially since I've been put in charge of this. The message board? It's not just an ordinary message board. It's called the Canvas of Prayers, and it's magical. Canvas of Prayers. Cast on it, and now it can show people's hopes and dreams. For example, you know how people wish on stars, or by throwing coins into a fountain? I know you've done it too, even though you'd never admit it. This board collects prayers from all over the world, from all sorts of people, and makes them appear as words. You mean anyone can come here and read them? Just you. It's written in a mythical language. To anyone other than yourself, it looks like a jumble of nonsense. Man könnte jetzt fragen, woher sie das weiß, aber Chocolina ist eh eine außerweltliche Entität, von daher. Whatever. Okay. Now don't just take my word for it. Why don't you take a look? See if you can't read everyone's humble little wishes. Ich weiß nicht mal, ob ich ins NG Plus will. Ich will eigentlich gar nichts. Ich will nur das Spiel spielen. Wie das ausgeht, I don't know. Einfach feststellen, I guess. So, was ist das hier? Thanks for stopping. What can I... Okay. Hi, shit, nobody cares. And thank you. Zumindest noch nicht. Was mit dir? Operations are currently suspended. Currently suspended. Well, that's bad. Wo wollen wir dann lang? I don't know. Let's find out. Wir laufen einfach in irgendeine Richtung. War nicht irgendwas mit der Telefonzelle hier? Wir hatten doch eben von der Telefonzelle geredet. Ja, anscheinend kann ich nicht mit dieser Telefonzelle interagieren. Ist hier irgendwas? Ne. Ich höre Katzen, ich höre alles. Light, I'm detecting monsters. Move carefully through this area. Ich bin so careful. Ich bin so careful und unauffällig, das glaubst du gar nicht, Hope. Oh. Noch mehr Shops, ja? Ja, lauf weg vor der Löserin. Schmiede. Waffen schmieden und Schilde kaufen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die Symbole bedeuten. Null. Wir ignorieren das fürs Erste. Oh, thanks a lot. Come in. Blessed be, friend. Oh ja, aber daran erinnere ich mich. Das ist zum Upgraden von Shit, von deinen Fähigkeiten. Yeah. I remember this one. Lass mal im Tutorial. Magielabor, bla bla, Synthese, Fertigkeiten. Oh ja, du kannst zwei Fertigkeiten zusammenlegen, um die nächste zu bekommen. Dann kriegst du... Okay. Das Ding ist, kannst du nicht auch Kram bei ihm kaufen? Ich höre ein Item. Ich sehe noch nicht wo. Whatever. Was mit dir? Du redest nicht mit mir. Gut. Sorry, but you're in my way. Who will be reborn? The Savior's got a job. Okay. Ich würde sagen, die Kraft-Attack auf dem Soldier ist pretty strong, aber ich brauche einen Angriff. Kampfgarnitur, da. Haben wir einen Angriff? Da haben wir einen Angriff, nice.
Warte bis Mitternacht auf die Jünger Aethros. How about no, we don't do this. How about we just go look for shit. Oh, ich bin so strong, ich komme hier nicht weiter. Durchgang vorübergehend gesperrt, aka Lull. Fuck you. Bin interessant, dass ich mit dem hier nicht reden kann, aber hey. Was mit dir? Sorry, I'm out of wares. Today I'm here as a customer. Okay. Steht der Mob einfach mal random hier drin rum. Gut. Ich weiß noch, dass die Chocolina was heißt weiß? Ich bin der Meinung, mich daran zu erinnern, dass ich irgendwie mal Chocolina-Lore gelesen habe und die war all over the place. Soldier, yes. Hat jemand das Outfit erkannt? Wirklich? Light, are you drunk? Could you please... Was ist mit dir? Sure. I see you're a woman who knows exactly what she wants. This is used for only the finest medicines. It's a little rich for most folks. To thank you for your patronage, I'll let you in on a little secret. But I do have some, shall we say, friends in the Warren. I'm listening. I see I've caught your interest. Okay. I sensed that you were looking for something. Just don't delve too far into that area. You don't know what kind of people you'll run into. But if you do decide that you want to go in and out, as I can be of... Okay. Shut up, Junge. Danke. Soldier on the move. Get out of my way. Wait, warum bin ich jetzt hier? Achso. Is there a way to fucking put away my shield? Wait a sec. Ah. Den Button gefunden. Runenring. Gott, okay, cool. Ich laufe den Weg dann jetzt nochmal, einfach weil Riesens. And that's fun. Okay, was ist denn hier oben? Was ist das hier? Hotel, okay. Das ist der komische Händler. Oh, Enemies. Okay, das ist cool. Du kriegst auf dem Outfit eine andere Victory-Fanfare. That's neat. Lass mich raten, hier kommst du auch nicht durch, weil abgesperrt. Yep, cool. So, I can't go anywhere here. Chosen Warrior. Indeed. Was mit dir? There have been so many frightening incidents around here. What with the children of Etro and the Shadow Hunter? What are they after? Luxarian is the divine city of light, not darkness. Okay. Sehr aufschlussreich, I guess. Da ist noch ein Item. Ich höre das doch. Ich bin da nicht taub. Light, danke. Oh. Elektroschlag. Ich meine, wenn ich hier nirgendwo lang kann ich vielleicht hier hinten irgendwo lang.
Ich merke schon, sehr balanced das Outfit. You need to follow the heretics. Be discreet and don't let them spot you. Was für Heretics? Wo sind die überhaupt? Oh. Nah, they don't see me. Nah, they don't. Shut up. Ich bin eins mit dem Schatten. Ich bin quasi Assassin's Creed. Wirklich, die sehen mich. Als ob. It's me, all right. It has to be. But who's the Shadow Hunter? I don't know. Right now, no one else does either. The information's incomplete at best. You don't see me. Tony shows up. Could be the leader of the heretics. So if the Shadow Hunter leads the cult. Ich meine, das war der Plan. Das ist einfach, ne? Weiß ich nicht. I guess. I don't know. Wo laufen Leute so rum? Morgens in Berlin? Was weiß ich. Mein Gott, könnt ihr vielleicht so ein bisschen... Stimmt, sie sieht ein bisschen aus wie April O'Neil von den Turtles. That's true. Oh, was ist das hier? Händler? TP heilen. Okay, cool. Nee, ich möchte nicht essen. Was bist du? Ah, auch Futter. Okay. Wo waren die Pappnasen jetzt? Sind die nicht hier lang gelaufen? Oh, da hinten. Ihr seht mich nicht. Light, careful, they see you. Hope, Klappe. They hear you. Gotcha. Hatte April nicht ein... Was hatte April für ein Oberteil an? In the forest of darkness, chaos holds sway. To the goddess of death, these numbers I say. 7891. The rites are beginning. Make haste. Wie wär's, wenn wir da einfach durchhuschen? See that? I think I just found my invitation to the party. Yeah. So when the phone rings, you have to give them a 4-digit code. Simple, if you have the numbers. Right. Simple. So any bright ideas about how to do that? I mean, considering you're doling out advice. Head back to town and see what you can uncover. Wieso soll ich zurück zur Town? Oh nein, ich erinnere mich. Das war so das erste Mal in diesem Spiel, wo ich geflucht habe. So, funny enough, die Ziffern erscheinen um 6 Uhr morgens. So, die Kinder... Um ihre Zeremonie brauchst du den Code, der dir Zugang zu ihrer Versammlungsort verschafft. Weil, wie wär's, wenn wir einfach den nehmen, den wir gerade eben bekommen haben? Where's the fucking difference? Er besteht aus 4 Ziffern an den Wänden in Luxerion. Ziffern erscheinen um 6 Uhr morgens. Der Code ändert sich nicht, wenn du ihn hast, kannst du ihn daher, wenn du Schwierigkeiten hast, die Ziffern zu finden, dann sprich mit Leuten in der Stadt. Vielleicht hat jemand sie gesehen. Ja, richtig. Die größte Mechanik, die Mechanik, die mich am meisten aufgeregt hat in diesem Spiel. Sperrzeiten von Toren und Türen. So ein dämliches Konzept. Ich habe es gehasst. Du willst quasi, dass der Spieler frei alles erkundet und setzt dem dann aber überall Wege vor die Nase, wo du nicht durchkommst. Das war so der most counterproductive shit in diesem Spiel.
Mein Gott, überhaupt, weißt du, darüber nachzudenken, bringt mich schon so leicht in Rage, ne? Wäre ich schon so ein bisschen... bin ich ein bisschen sickig drüber. Die Standorte der Zahlen habe ich übrigens gegoogelt. Wie viele Zahlen davon waren hinter irgendwelchen fucking Timegates? Ich meine, die Zahlen tauchen eh erst um 6 Uhr auf. Und... ja. Das heißt, ich kann die eh nicht machen, weil um 6 Uhr muss ich zurück in die Arche. Das heißt, du kannst die maximal an Tag 2 anfangen und nicht an Tag 1. Um in einem vom Chaos der Ritter der Welt einen verhältnismäßig sicheren Alltag zu gewährleisten, werden bestimmte Areale nach Tageszeit isoliert. Bullshit. Man könnte auch einfach Wachen dahinstellen, die alles über den Haufen schießen, was da reinläuft. Aber hey, nee, so macht das viel mehr Sinn. Die Türen und Toren solcher Areale werden verriegelt, bis das Chaos weitergezogen ist. Ja klar, das ist wie eine Wanderkarawane. So wird das Südviertel Lucium bzw. nur zwischen 0 und 6 Uhr freigegeben. Auf der Karte werden betroffene Durchgänge mit dem Torsymbol versehen. Die konkreten Sperrzeichen sind an den entsprechenden Toren und Türen ausgewiesen. Ich meine, wir haben jetzt basically zwischen 0 und 6 Uhr, richtig? Das heißt, wenn ich das Südviertel erkunden will, wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt. Weil ich kann eh bis 6 Uhr nichts machen, weil die Zahlen erst um 6 Uhr auftauchen. Okay, so let's think about this. Südviertel. Da ist Speicherstadt. Das hier ist Südviertel. Ne, da oben ist Südviertel. Okay, dann gehen wir doch mal ins Südviertel. The heretical cult, the so-called children of Etrel, are behind the murders. Warum liegt hier Shit auf dem Boden? They become increasingly visible in the city. Judging by the tone of their message, they view the savior as their enemy. Ja, da fängt Zeitmanagement an. Versteh mich nicht falsch. Ich verstehe, dass das Zeitmanagement beinhaltet, aber ich muss Zeit managen für Türen, dessen Zeit ich nicht kenne. Du siehst mein Problem hier. Weil es ist basically, ich muss quasi wissen, zu welcher Zeit was auf ist. Und das ist eine Information, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht habe. Außer die wird hier irgendwo auf der Karte angezeigt. Ich meine da, 0 bis 6 Uhr. Das heißt, das ist zuerst mal mein erster Weg. Ja, aber das ist doch literally die einzige Tür, die ich gerade sehe. Erste Gebiet ist das Schlimmste. Beruhigend. Let's just see what we can do. Einfach rumrennen und schauen, was du findest. Das war der Plan. Wie gesagt, sollte ich Game Over gehen, weil das Spiel scheiße ist, dann reden wir über einen Guide. Aber bisher ist einfach nur, yeah, whatever. Ich meine, ich könnte mir ja mal meine Aufgaben angucken. Let's see. Mission oder Aufträge? Nebenmission. Was ist das hier? Dank Leitlinke wird der Endesmann glauben, die ist abgeschlossen. Suche nach Holz ist auch abgeschlossen. Magische Wunschtafel. Niblet, irgendwo. Weil, wo gebe ich die ab? Auftraggeber, Frau ohne Namen. Ich hasse sie, ich hasse diese Niblets. Die Namen hier meinen Liebsten. Könnte ich kämpfen, würde ich diesen Heim zu haben, wenn doch nur jemand an meiner Stelle Niblets vernichten würde. Ich habe Niblets vernichtet. Benötigt 6 Fellknäule. Ich habe 9. Belohnung, keine Ahnung. Wo gibt man die ab? I don't know. Okay. Ja, hier hast du wenigstens eine brauchbare Questlist, das ist wahr. Ja, das kann ich nicht. Das ist mein Spielzeugbauer. Ich habe halt keine... Ich weiß halt auch nicht, wo, ob du irgendwie nachgucken kannst, wo die sind oder nicht. Ich habe keinen Plan. Wieder zurück zum schwarzen Brett. Ah, okay. Maybe. Aber ich muss mal eben pinkeln. Und...
Ich mache, glaube ich, das ja, weil ich weiß nicht, wann die Zeit weiterläuft und wann nicht. Aber ich muss pinkeln. Weil irgendwie hat das Intro ja jetzt nur gefühlt, ach ja, fast anderthalb Stunden gedauert. Holy moly. BRB. Leco funny. Boop. Okay. Wo wollte ich jetzt hin? Oh, die Züge fahren wieder. Okay. Irgendwas sagt mir, du sollst den Nordbahnhof nehmen, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich meine, Worst-Case-Szenario hört meine Klospülung. Dangerous. Will ich das Südviertel erkunden oder will ich den Nordbahnhof erkunden? Ich glaube, ich will das Südviertel erkunden, einfach nur schon mal, um zu wissen, was Sache ist. Ich meine, vielleicht sind wir ja da durch, bevor wir hier fertig sind. Ja. Den kann ich nicht mal. Get out of the city for a while. Yes, your time is the most precious thing you have now. How you use these few days may decide the very fate of the world. It looks like the monorail is up and running. If you hop aboard, you can quickly get anywhere in this world. And there's another station on the south side of Luxarian. Guck mal, ob hier irgendwo irgendwas ist. Enemies. I don't have time to play. Blitze das, okay? Think you might like this. Also wenn dieser Mod mir eins sagt, ne, dann, dass ich nicht hier sein soll. Ich glaube nicht, dass der saved werden will. Komm schon, Stagger endlich. Ich hätte mal das BRB eingeblendet. Niemals. Okay, die sind ziemlich hartnäckig, die Viecher. Vielleicht will ich nicht hier sein. Vielleicht nehmen wir einfach den Zug. Jetzt sagst du das. Hey, neuner Blitz. Noch ein bisschen ans Kampfsystem gehören. Ist noch ein bisschen weird. Dim, 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 da. Weil die Mobs sind definitiv ein bisschen Umf hinter sich. Aber wo kann ich denn jetzt überall hin? Let's see. Sagst du mir irgendwas? This is Luxarian's North Station. The trains here shuttle back and forth between Luxarian and Usnan. The city that never sleeps. There is another station in Luxarian, South Station.
The trains there will take you to either of these two locations. The Wildlands, where you can enjoy fresh air, nature, and friendly faces. Or the Dead Dunes, a desert abundant with hidden treasures. This is where you can purchase your tickets. I guess sure. Let's see, wo mich das hinbringt.